was manchmal ein bisschen so eine Downside sein kann, guck dir das einmal jetzt hier an. Jetzt sind wir hier echt durch schönste Natur gefahren. Und jetzt sieht es hier aus, voll die Müllhalde hier, komplett runter. Servus, ich grüße dich, der Helmut hier aus der nordthailändischen Provinz Mae-Hong Son. Ein herzliches Servus und heute gehen wir zu so einem Platz, der ist so berühmt für seine 1-Dollar-Nudelsuppe und irgendwie 1-Million-Dollar-View, irgendwie ein super schöner View hier in den Bergen. Wir dachten, wir hätten es hier gefunden, aber das ist nicht der Laden, den wir suchen. Aber wenn da unten so wie die Hütte hast, hier mit dem Ausblick da auf den Berg da vorne, da geht es da richtig gut und da hier hinter die Aussicht, geil. So, ja, aber wir fahren weiter irgendwo. Ich frage mal, hier ist ja zumindest jemand. Wir werden den Laden hoffentlich finden. Wir sind jetzt schon in Chabo. Habe ich so viel ich mitgekriegt habe. Also mal jemanden fragen jetzt hier. Also wir sind bereits richtig. Hier gibt es auch einen Kaffeeshop. Anilan Café. Le Doi Coffee. Aha. In Kaukau, ne? Der Doi Coffee, da gehen wir nachher hin. Bei den Kaukon. Also wir gehen zuerst was essen. Das ist eh, wie ich gesagt habe, der Million-Dollar-View. Ich habe es rausgefunden. Ich hoffe, man sieht es in der Kamera. Aber hier sieht man das alles geschlossen aus. Ne? Böck. Ani, oh cool. Jabo. Oh mein Gott. So, wir sind jetzt also hier angekommen. Das ist der, ist wirklich ein Millionen-Dollar-Ausblick. Ist wirklich so. Die Leute scheint auch auf den ersten Eindruck einmal freundlich hier in dem Dorf. Ich habe wirklich ein sehr, sehr gutes Gefühl hier. Und der Gimbal sogar funktioniert auch. Wahnsinn. Schuhe ausziehen hier. Ganz wichtig. Das ist hier der Laden, der super berühmte Laden mit der 1-Dollar-Nudelsuppe. Es gibt hier nur Nudelsuppe überhaupt, aber es gibt verschiedene Nudeln. Pisset Daimai Cup? Pisset. Daimai? Vom auch Pisset Cup. Pisset heißt eigentlich eine große Portion. Und das hier ist der View. Ich finde den super. Ganz im Ernst jetzt. Schau dir das einmal an hier so. Der Berg vor uns. Es sieht so diesig aus bei mir in der Kamera. Ich hoffe, es ist im Filmfootage dann nicht so. Hier der Schwenk. Wie geil das aussieht für mich, so diese Bergvölker, wenn die hier so leben. Und dann, das ist echt ein Millionen-Dollar-Ausblick. Aber hier hinten brennt es überall, Wahnsinn. So, jetzt habe ich auch meine Suppe hier bekommen. Und es ist echt geil, du bist hier. Die Füße baumeln hier frei. Ich versuche das mal zu zeigen hier, wenn das geht. Die baumeln da hier unten so frei rum. Und du hast dann eben die Aussicht hier raus. Sieht man gar nicht. Und es gibt nebenbei Suppe, also man kann Suppe essen nebenbei. Ist wirklich geil. Also ehrlich, hier dieser, ich hoffe, man sieht das auch in dem, auf die Berge hier gegenüber. Es ist echt Berge wie in Österreich, wie ich sie in Österreich kenne. Und jetzt geht es nur noch darum, dass die Nudelsuppe hier irgendwie lecker sein muss, schmecken muss. Und ich habe ein Video gesehen, eigentlich von dem Platz hier fällt mir ein, vorher schon, vom Mark Wiens. Da hätte er eigentlich gleich schalten müssen, wo die mal erzählt hat, hier von Babo unten in Pai, dass das der Platz ist.
Da war der McQueen-Sound, wo ich von dem das, glaube ich, vor einem Jahr oder zwei Jahren, aber wo der hier war, oder vielleicht länger her, ich weiß es nicht. Muss mal gucken. Weil was ich mich erinnere, wo der hier war, oder war es vielleicht von irgendwem anderen, dass ich das gesehen habe. Da war hier die Bude rappelvoll. Da sind die Leute hier runtergesessen, da hat es hier gewuselt. Und heute nichts los. Anipen Pagatipen Kerr Kernila. Pagatipen Kerr Neu Kernila. Lokai Pagati Jörle Vanipen Neu. Bimai. Ah. Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. War irgendwie scheinbar ein Geheimtipp oder vielleicht liegt es echt am Tourismus, dass hier viele her sind. Aber alleine, ich muss ganz ehrlich sagen, so wie wir jetzt an durch die Berge gefahren sind, das war ultra krass. Das war ja echt gefühlt das Schönste, das ich je am Motorrad irgendwie erlebt habe. Da durchfahren über diese Kämme oft, du fährst so und nicht Kämme wie damals mit dem Lissou-Typen, wo ich mir dachte, ich sterbe gleich, weil eine falsche oder eine Zehntelsekunde unachtsam wärst da gestorben. Also hier die Kämme schon breit genug, dass du hier fährst und du siehst hier die Berge, wie hier so ultra schön irgendwie. Wahnsinn. Also die Suppe ist nicht die Attraktion. Der Ausblick hier ist das Tüpfelchen am i. Das echt, der Ausflug jetzt hier, den finde ich als richtig fett gelungenen Ausflug. Wenn ich es vergleiche mit dem Chinesendorf von Pai. Alter, das ist ein Ausblick. Beim einen über Pai, das sagt mir nichts. Das hier, das ist ein Ausblick in meinen Augen. Das hat 6. Mit dem kann ich was anfangen. Nicht einmal die Feuer, dass ich da überall den Rauch aufsteigen sehe. Also nicht einmal diese, selbst das, das kann mich irgendwie nicht stören. Ja, ist wirklich echt nachgedacht, geiler Ausflug. Von drüben gestartet da von dem Resort, das ist wirklich ein Traumresort da drüben. Ich habe mich echt so heute am Morgen aufgewacht, rausgeschaut. Vielleicht mache ich eh das Footage rein direkt. Ich habe es am Morgen für mich, echt für mich selber gefilmt. Da wusste ich nicht, dass er Video macht. Ich dachte, man muss das irgendwie versuchen, ob man das in der Kamera festhalten kann, wie idyllisch, wie paradiesisch. Ja, paradiesisch ist echt. Paradiesgarten könnte man dazu sagen. Ihr solltet ihr Ding da Höhlenparadiesgarten nennen oder so vielleicht. Wirklich, es war super. Dann hier hochfahren. An hier? Man liegt gerade halt. Bei Song ist es fett. Bei Song Köln. 2:30 haben wir jetzt an hier. Halbe Stunde über 2. Und ich glaube, wir sind um 1 losgefahren. Ja, 1,5 Stunden sind wir gefahren. 1,5 Stunden, eigentlich auch eine richtig fette Zeit. Wenn wir da auf ein Zimmer weg, habe ich die alle. Okay. Wahnsinn, ja. 1,5 Stunden hier durch die Berge. Ultraschön. Ultraschön. Wahnsinnig schön. Wahnsinnig schön. Und jetzt sind wir, glaube ich, auch auf dieser Loopstraße hier wieder. Also wir sind von da, von der Lodge. Guck dir die Berge, ich muss noch einmal hier. Ich hoffe, man sieht das in der Kamera richtig. Wie hoch der Berg, wie geil das aussieht. Es ist diesig. Aber was soll ich machen? Ja, und jetzt dann lasse ich mir echt die Suppe schmecken. Jetzt ist die wahrscheinlich auch schon richtig abgekühlt, dass ich hier loslegen kann. Und ich sage dir nachher, wie die Suppe schmeckt. Bis gleich. Fertig gegessen. Es war halt eine Suppe, aber super lecker, wäre sowieso alles lecker gewesen, hat schon ein bisschen an Hunger. Ist wirklich schön hier echt zu sitzen, einfach eine Suppe zu genießen, rauszublicken, relaxen. Ist wirklich so, da kannst du die Gedanken schweifen lassen. Super cool hier. Also das ist echt zum Empfehlen, wenn man Nordthailand Urlaub macht. Ich meine, nur wegen einer Suppe hierher macht man nicht, aber das Ganze drumherum, wirklich die Landschaft zu genießen, echt ein Traum. Spitze. So, wir werden jetzt dann hier, also wir sind jetzt dann hier fertig und dann geht es wieder Richtung nach Pai zurück heute. Wir haben da extra diesen Umweg hier gemacht, also wir sind ja eigentlich schon aufgebrochen zur Heimreise.
Und jetzt nach dem Essen hier geht's wieder nach Bai. Es ist 3 Uhr. Ich glaube, da haben wir 2 Stunden circa Fahrzeit. Das ist wieder so wunderschön. Diese echt, also hier wirklich, hier, wenn du hier guckst, diese Landschaftsformationen, durch die du fährst. Manchmal geht es dann so runter, manchmal fährst du über so einen Kamm, dann durch so schöne Täler durch. Es ist wirklich ein Traum. Würde ich echt empfehlen hier. Direkt irgendwas, der Felsen da vorne, ich weiß nicht, ob du den siehst in der Kamera hier. Da unten weiter so, der Felsen, der zieht irgendwie so meine Blicke. Jetzt habe ich die Kamera verstellt. Der zieht immer so irgendwie meine Blicke auf sich. Ja, okay, also schön, dass du mit hier dabei bist. Genieß mit mir diesen wunderschönen Millionen-Dollar-View sozusagen. Wirklich ein schöner Ausblick. Okay, Sabati Kap. Sabati Kap, Chakang. Okatnana Kap. Und der Schuss so hart. Der Kaffeeshop 10 Meter entfernt, aber wir fahren mit dem Motorrad. So wie sich das gehört, aber Annika Piet. Mit Ignen, ja. Tinila? What is this? Really? I think it looks like a shop. Oh, Tinila. Tiningai. So. Cool, hier sind wir. Also hier der Deckdoi Coffee Jumbo. Deckdoi heißt so viel wie Bergkind Kaffee Jumbo. Jumbo heißt das Dorf hier. Ganz wichtig hier, die Sonne. Niemals die Schuhe in der Sonne stehen lassen, denn wie überall in Thailand, please take off your shoes hier. Ein schöner Laden hier. Übrigens, das Bergvolk hier heißt Musa. Ich dachte, das sind Thai oder Hmong oder irgendwie, aber Musa habe ich noch nie gehört. Und guck dir das hier an. Der Ausblick hier ist komplett gleich schön wie vorhin, oder? Super geil. Hier kannst du sitzen, Kaffee trinken. Da hier hinten ist unser der Nudelsuppshop, wo wir waren. Und hier super schöner Ausblick. Ne? Hier geht es ein bisschen steil runter. Und da vorne, das sieht so schön aus für mich, so diese in die Berge rein, die sind da hoch. In der Kamera sieht das so komplett flach aus. Und so sieht der Shop hier. Der ist nichts Besonderes. Hat Holzstühle hier, aber es hat einfach, das hat den Sex hier mit diesen Ausblicks wirklich super schön. Sehr, sehr schön. So, Alea. Da sehe ich jetzt gerade was. Alter, wie geil. Sind das echte alte Kameras? Ja, logisch. Attrappen hat es damals wahrscheinlich noch keine gegeben. Fake-Attrappen oder so. Guck dir das hier an. Alter. Schön hier, was die hier haben. Ha? Und direkt eine relativ moderne Nikon hier dazu. Konica. Blitzlicht, alter Schwede. Was ist das hier von Rico? Das originale Kamera. Ja, logisch. Oder ein Projekt oder was? Schön hier. Ein Bild vom König oder was? Keine Ahnung. Oder also vom ehemaligen. Okay, Kap. So, ich habe einen Kaffee bekommen. Serviert wird hier nicht, also man muss
Man muss selber sich servieren. Und ich mein Misa-Serb, ne? Misa-Serb, mein? Misa-Serb, dein, mein? Nangtung-Nina? Le Nangtung-Nun? Nangtung-Nun, die Quartin, die war so kaputt, ja. So, hier lecker Kaffee trinken und hier die mega geile Aussicht genießen. Wäre cool, auch draußen auf dem Bänkle zu sitzen, aber in der Sonne ist hier zu heiß. So, wir sind jetzt gerade hier die Straße hier gekommen und dann kommt man hier zu dieser Hauptstraße zum Mehong Song Loop. Hier geht es weiter Richtung Mehong Song und wir fahren zurück hier Richtung Pai und Chiang Mai. Zunächst einmal nach Pai. Auf geht's Richtung zurück nach Pai. Zuerst einmal nach Bang Ma Pa. What is sell? Ginger, Gatian. Oh, maybe some of kin. Lukpung kami. Ani pen wa kau tolai. Ani. Son loy hasi mu ni. Oh, neng, neng. Neng ani hasi ba. Hasi ba. Lu hasi ba lo. Ani se mo chong lai hasi ba ni neng hasi ba. เอาหนึ่งดีกว่าครับเอาหนึ่งค่ะเอาหนึ่งครับอันนี้ร้อยเดียวใช่ปะอันนี้ร้อยเดียวมาใช่ในฉี่ร้อยบาทร้อยเดียวนี่อันนี้อะไร What is this อันนี้อะไรครับสุกวอดอันนี้ยังไม่เคยเห็นอันนี้เราจะไปชิมนี่กันสิอันนี้อะไรผัดข้าวผัดข้าวเป็นอะไรเป็นผลไม้ไหมค่ะกินยังไงอันนี้50บาทอันนี้ผลไม้ที่นี่กินยังไง Ich frage gerade wie man das isst กินยังไงรู้ไหมกินยังไงครับอันนี้กินไม่ได้เอาไปเกไม่ได้อาสออาเดียร้อยนี่ No เขาเหมือนกันว่าแต่ไหนอ่ะ die versteht kein Thai wieder อันนี้เป็นซัมบับกินไหมกินแค่นั้นกินไม่ได้ทำไมขมขมSo jetzt verwirrt ihr mich. Ich glaube, ihr versteht nicht so richtig Deutsch. Ich würde gern wissen, das sieht doch irgendwie schön aus, oder? Sieht doch aus wie richtig lecker. Und ich denke mal so, aha. Aber die sagt irgendwie, man kann das nicht essen, finde ich so komisch. Und wir haben uns ein paar Bienenwaben hier ge. Oh, Milo, gleich du. Protein, ja. กินเฉยๆไม่ค่ะไม่เอาไปแอะหนูฟังไม่รู้เรื่องโอเคครับอันนี้พอแล้วครับจ่ายเงินเรียงใช่จ่ายเงินยังเอาสออาเลยร้อยบาทกินไม่หมดเยอะไปเห็นไหมสตางค์หมดมี50 บาทอันเดียวเห็นไหมเชื่อไหมบ่มีสตางค์ไม่เชื่อตัวอะไรฮะไม่เชื่อเหรอคิดว่าโกหกเหรอคิดว่าคนต่างชาติโกหกโอ้ my god ลิกสต์ปะเดียวฮาซิบัตเห็นมันอันริชติกเฟตโกรสันคริกฟิฮาซิบัตเดี๋ยวไม่รู้มีวิชินีดมอเดมันเนี่ย I don't know อ๋ออันนี้มีอะโวคาโดด้วยเหรอFor what is this? Was ist das? For what is this? Wood chai chai. Wood sam rob alai. Not good fai. Aha, das sind so zum Feuer machen, Holz zum Feuer machen. Okay, da haben die Kirschen. Ani alai. Makao.
ามหรอไม่รู้ไอ้เดินหนูอะไรอะไรนะอะไรนะครับส้มปล่อยเวลาพี่ไปวัดเนี่ยเขาใส่น้ำมูลอะใส่แช่ในกระถางก็Sei wat? Na? Mach mal schwer zum Verstehen. Die Wurzeln hier, die kenne ich auch nicht. Ani, ich bin allein. Jo, Lutschak, mei. Hier kann ich hin, mei. Kürb, mei. Kürb, mach mal du einen an. Sehe ich wieder Sachen, die habe ich noch gar nie gesehen vorher, ha? Ah, witzig. Okay. Ich glaube, da ist sonst nichts, was für mich hier. Eventuell die Nüsschen hier. Ani alai, tu alai. Ah, tu din. Tu alai, sir. Jo, man pung mi leo kap. So we have already some honey. ขวดละร้อยขวดละร้อยข้างหลังนี่ขวดละ350มาเดี๋ยวตัดินก่อน350ก่อนอันนี้150วันที่นี่150ค่ะทุกขวดใหญ่100 350อันนี้101อันนี้101อันนี้ขวดละ350ทำไมที่นี่ขวดละอันนี้น้ำพึ่งใหญ่ว่ะพึ่งใหญ่พึ่งใหญ่เหรออืมอันนี้พึ่งน้อยกว่าจุนอันนี้พึ่งน้อยอันนี้พึ่งใหญ่พึ่งน้อยพึ่งใหญ่แปลว่าอะไรแปลว่าอันนี้พึ่งเล็กพึ่งใหญ่อร่อยกว่าเหรออันนี้พื้นใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ยบ้านใหญ่ใหญ่ไงอันนี้ไงอันนี้มีลายกงไหมเป็นของแท้ของแท้อะไรนะครับนี่ลูกพึ่งลูกพึ่งมันมาจากอันนั้นอันนี้น้ำพึ่งแค่นี้เออน้ำพึ่งเด็ดสุดเลยคืออันนี้150ครับ155 155So, jetzt habe ich mal hier so eine Riesentüte von den Erdnüssen. Kostet 100 Baht. Kann man sagen, 3 Euro circa. Dachte schon, ich kann nicht bezahlen, ich habe kein Cash mehr. Und kein Empfang hier. Aber meine Kumpeline, die New, Gott sei Dank, Empfang hier. Ah, witzig hier, der kostet 100, der Honig kostet 100 Baht. Der kostet 350 Baht. Samle, hast du es, Chamei? อันนี้100ก็ต้องน้ำตาลนะอันนี้เป็นพืชน้ำพืชลำไยค่ะอ๋อพืชลำไยเขาเลี้ยงอันนี้นี่ของป่าต้องผสมน้ำตาลไหมหรือไม่ผสมไม่ผสมแต่เขามาส่งแบบนี้หรอกค่ะสองขวด150กลัวอ้วนขอบคุณครับขอบคุณครับมาร์คAlso, hier gibt's so alle möglichen Bohnen. Ich nehme mal an, der Reis sieht hier ziemlich krass aus, dieser komplett schwarz-bunte. Dann hat die hier diese kleinen Tomaten, die haben da echt so diese Schere-Tomaten viel. Ah, die Avocado la Catole. Sisi Bat da. Lohnung Sisi Bat. สีเขียวนี่ยังไม่สุกค่ะอันนี้ยังไม่สุกเนาะสีแดงนี่สุกแล้วค่ะโอเคเนาะยังไม่เคยไปเชียงใหม่ขอบคุณครับSo, okay, weiter geht's Richtung Pai.
อะไรนะจำได้แล้วเหรอSehr gut, jetzt wieder hier in Pai, hier in dem wunderschönen Countryside Resort angekommen. Ich glaube, die waren vorher nicht da. Die sieht man hier ziemlich neu aus, die Hängematten. Gleich mal ausprobieren. Passt super. Man liegt hier bequem. Also, ein schöner Tag gewesen. Schön, dass du mit dabei warst. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Servus.